Leute, die 100% Patchnotes sind draußen. Das Video ist schon komplett fertig gewesen, geschnitten, hochgeladen. Ich habe aber völlig vergessen, deswegen hier ein ganz kurzer Anfangscut, bevor das eigentliche Video losgeht. Ich habe völlig vergessen, euch zu sagen, es gibt zum Start von Season 17 wieder drei fette Coin-Codes in Höhe von 6.700 Coins zu gewinnen. Und es gibt dreimal Merch zu gewinnen. Ein T-Shirt, ein Cap und eine Badge. Das alles kann ich von EA verlosen. Also vergesst nicht zu abonnieren auf meinem YouTube-Kanal. Das ist natürlich das Wichtigste. Und ich werde natürlich in den kommenden Videos, das ist jetzt noch nicht das finale Verlosungsvideo, wenn die Season 17 gestartet ist, erst dann starten auch die Verlosungen in einzelnen Videos. Das werde ich also kundgeben, sobald es soweit ist. Ihr seht es dann auch im Titel, ganz, ganz wichtig. Also auf jeden Fall abonnieren, das solltet ihr nicht vergessen. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Das werde ich auch kontrollieren, ob die Leute, die gewinnen, abonniert haben. Ansonsten gibt es einen anderen Gewinner. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte natürlich die Stammzuschauer, die Abonnenten belohnen, die regelmäßig einschalten. Also ganz, ganz wichtig. Und den Merch werde ich live auf Twitch verlosen. Da gibt es noch eine Menge mehr. Ich habe nämlich noch ein bisschen was mehr im Petto. Also auf Twitch vorbeischauen, würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Video. Leute, die 100% Patch Notes sind draußen. Ich werde die euch jetzt vortragen. Das Einzige, worauf ich nicht drauf eingehen werde, sind die einzelnen Änderungen. Gunrun-Modus, Team Deathmatch-Modus. Da haben sich eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten geändert, die nicht der Rede wert sind. Also seid mir hier nicht böse, damit das Video nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Und ich gehe auch nicht tief ins Detail, wenn ich zum Beispiel über die neue Legende Ballistik rede oder Bugfixes. Das werde ich auch immer nicht thematisieren, weil diese Liste meistens mega, mega lang ist und es sich nicht lohnt, da irgendwie tief ins Detail zu gehen. Ich gehe jetzt einfach auf die wichtigsten Sachen ein, auf der Patchnotes-Seite offiziell, und sind ein paar Sachen dabei, die sehr, sehr, sehr krass sind. Speziell die Elster im Care-Package. Oder was Support-Legenden betrifft, die Klasse der Support-Legenden ist. Zieht's euch einfach rein. Ich fange einfach mal an. Es ist wirklich ein bisschen was dabei, wo ich dachte, oh, what the fuck? Und ich werde euch auch sagen, was das ist, wo ich denke, mega, mega heftig. Wir fangen jetzt einfach, wie gesagt, an Ballistik, die neue Legende. Wir haben die passive Fähigkeit, wir können eine dritte Waffe tragen. Wir haben die taktische Fähigkeit. Kennt ihr Gameplay, habe ich jetzt nicht vorbereitet aus den letzten Videos. Wir können einen Gegner anvisieren mit einer zielverfolgenden Patrone, können von dem sogar wegaimen, und dann gibt es eine 90-Grad-Kurve. Der Gegner ist gehighlightet, kurze Zeit für ca. 12 Sekunden, und in dieser Zeit kann seine Waffe überhitzen. Wenn diese Waffe überhitzt, gibt es eine kurze Animation. In dieser kurzen Animation, die wirklich nicht sehr lange geht, kann sich der Gegner nicht verteidigen, und danach ist der Debuff aber auch zu Ende. Das heißt, wenn du innerhalb von 3-4 Sekunden überhitzt, dann ist der Debuff vorbei. Dann kannst du dich ganz normal verteidigen und überhitzt nicht ein zweites Mal. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die ultimative Fähigkeit, du selber und auch Teammates, die in der Nähe sind, bekommen schnelleres Nachladen, unendlich Munition für die Zeit des Buffs, schnellere Laufgeschwindigkeit. Und die Slinged Weapon, quasi die dritte Waffe, die wir aufheben können, die normalerweise nicht mit Aufsätzen ausgerüstet werden kann, wird Goldstatus. Achtung, es ist immer noch nicht klar, wenn wir das aktiviert haben und der Buff dann irgendwann vorbei ist, die ultimative Fähigkeit sozusagen zu Ende ist, ob die Goldwaffe dann wieder auf Standard zurückgesetzt wird. Das ist immer noch nicht klar, müssen wir morgen abwarten. Freut euch drauf. Ich werde übrigens natürlich in die neue Season rein streamen. Wer es nicht verpassen will, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr einschaltet, und natürlich ein Abo nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig, weil nach wie vor immer eine Menge einschalten, die nicht abonniert haben, aber regelmäßig einschalten. So, dann haben wir natürlich ein fettes World's Edge Map Update. Ich zeige euch nicht die Einzelheiten, macht keinen Sinn. Schaut einfach die letzten Videos. Dort seht ihr eindrucksvoll, was sich alles geändert hat. Ich hatte sowieso exklusiven Einblick schon in die Season. Also schaut im Endeffekt die letzten Videos durch. Das lohnt sich. Ansonsten wären wir hier bei einer halben Stunde, die ich hier locker in diesem Video verpacken müsste. Ranked Update sollte auch klar sein. Es gibt ein neues Matchmaking. Hidden Skill Rating, was unsere Gegner eher darauf
sucht oder versucht zu matchen aufgrund oder auf unserem Niveau des Skills eher, also und nicht auf das Niveau eures Rank. Das heißt, es kann also sein, dass du als Diamond-Spieler trotzdem Gold-Spieler bekommst, weil die ungefähr auf deinem Niveau spielen und du einfach das Glück hattest, schneller aufzusteigen. Und umgedreht genauso, könntest als Goldspieler auch auf Dia-Spieler treffen, einfach weil sie deinem Skill entsprechen, nicht weil sie höher gerankt sind. Also wer sich darüber aufregt, der ist da auf jeden Fall auf dem Holzweg, weil das Matchmaking ist einfach jetzt in Zukunft so möchte. Ansonsten gibt es noch die Diskussion darüber, was ist, wenn ich zum Beispiel als mittelmäßiger Spieler einen richtig krassen Spieler mitnehme oder einen richtig schlechten. Dann wird natürlich ein Mittelwert aus euch dreien gebildet und aufgrund dieses Mittelwerts werden eure Gegner ermittelt. Sollte auch klar sein, das Scoring-System wurde verändert und wir haben auch andere Punkte. Wir kriegen für einen Win jetzt zum Beispiel 200 Punkte, nicht mehr 125. Und erst ab Platz 4 sind wir bei 100 oder schon ab Platz 4 kriegen wir schon 125 Punkte. Wir kriegen also im Allgemeinen deutlich mehr Punkte für einen Win oder für Top-10-Platzierungen. Wir bekommen ab Platz 10 schon 20 Punkte plus. Es ist also einfacher, Punkte zu machen. Übrigens für die einzelnen Divisionen von Gold 4 auf Gold 3, Gold 2 und so weiter sind die Divisionspunkte immer gleich. Es sind, glaube ich, 1000 Punkte, bis wir in einer Division steigen. Also es wird jetzt nicht mega schwer sein, irgendwie hoch zu ranken. Und wir bezahlen alle von Bronze bis Gold. Master, hast du nicht gesehen, immer minus 35 Leiterpunkte. Rankpunkte hieß es ursprünglich, jetzt sind es Leiterpunkte. Also wir bekommen deutlich weniger Minus, wenn wir es verkacken. Wisst ihr also Bescheid, auch hier empfehle ich tiefere Einblicke in die Ranked-Änderungen in den letzten Videos. Ich habe zwar die Umfrage gebracht, soll ich auf alle Änderungen eingehen, wenn die Patchnotes draußen sind, aber das würde wirklich den Rahmen sprengen. Und da das die 100% Patchnote-Seite ist, gehe ich auch nur auf das ein. Das macht einfach nur Sinn. Es wird keinen Split mehr geben. Das ist extrem wichtig. Wir werden quasi Mitte der Season nicht mehr zurückgerankt. Ich kann euch aber aus Insider-Wissen natürlich sagen, weil ich den Einblick in Season 17 schon hatte. Respawn selber hat gesagt, ab Mitte der Season gibt es nochmal ein fettes Mid-Season-Update, aber was da passiert, wurde nicht gesagt. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass auch die Map-Rotation sich dort ändern sollte. Map-Rotation steht gar nicht in den Patch-Notes tatsächlich. Es ist Kings Canyon, World's Edge und Olympus. Die anderen beiden Maps sind erstmal raus, auch in Pubs. Ganz wichtig. Ranked ist erst ab Level 50 spielbar, um die Smurfs ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und hier und da gibt es Anti-Cheat-mäßig noch ein bisschen was passiert ist. Wie gesagt, steht jetzt hier auf der Patch-Notes-Seite nicht. Ein kleiner, recht unprofessioneller Cut hier noch, denn ich habe völlig vergessen hier, und deswegen haue ich das hier noch mit rein. Ich sage es auch ganz am Ende des Videos noch, weil es mir da erst aufgefallen ist, dass ich es vergessen habe zu erzählen. Natürlich die wichtigste Änderung in Ranked, abgesehen von dem neuen Matchmaking. Natürlich, wir haben keine Splits mehr. Splits meine ich gar nicht. Ich meine die Provisional Matches. Wir werden in jeder Season, wir werden ja nicht mehr in Mitte der Season zurückgerankt. Wir werden nämlich zu jedem Seasonwechsel komplett auf 0, auf Rookie 4 zurückgesetzt. Und dann müssen wir in jeder Season erstmal 10 so eine Art Vorrunden-Matches machen, die Aufschluss darüber geben, wie gut wir sind. Und dann sind wir nach den 10 Matches von mir aus Gold, Platin, Bronze, Silber, irgend sowas. Da starten wir dann rein, quasi nach den 10 Vorrunden-Matches, die uns unser exaktes Rating für die Zukunft von Ranked geben, sage ich jetzt einfach mal mit meinen Worten. Geht es dann erst richtig in den Ranked-Grind überhaupt los? So, weiter im Text. Tobt euch aus, das Weapon Mastery System ist dazu gekommen. Wir können jetzt jede einzelne Waffe von Level 1 bis Level 100 pimpen und aus Insider Sachen, also irgendein Dev muss ich da wohl entweder verquatscht haben oder es tatsächlich offiziell rausgeballert haben. Es soll tatsächlich zwischen 80 und 120 Stunden dauern, bis wir eine einzige Waffe gemeistert haben. Das finde ich sehr, sehr krass. Und es gibt aller 20 Level ein Trial, eine Challenge, die wir meistern müssen. Und wenn wir dann alle 5 Trials oder Challenges bis Level 100 gemeistert haben, haben wir dann endgültig die Waffe gemeistert und bekommen dann noch einen legendären Skin. Und Gerüchte sagen, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, kriegen wir einen legendären Skin. Und es kann sein, dass es tatsächlich kein exklusiver Skin nur fürs Weapon Mastery System ist, sondern einfach ein Skin, der dir in deiner Sammlung fehlt, den du theoretisch aus einem Pack ziehen könntest oder craften könntest. Leider sehr, sehr schade, finde ich. Wie viele von euch, ich habe es in einem der letzten Videos erzählt, finden viele von euch genauso schwach wie ich. Ein XXL
ich wollte gerade ein böses Wort sagen, Firing Range Update, guckt euch das letzte Video an, ich zeige euch dort Gameplay 2 Minuten. Es ist ein unfassbar heftiges Firing Range Update und ich wette, also wer das Video noch nicht gesehen hat, zieht es euch rein. Es wird sich in Zukunft definitiv lohnen, hier zu üben, weil wir die Bots oder die Dummies so einstellen können, dass sie tatsächlich auch richtig uns jagen, uns bekämpfen und du kannst auch die Distanz, in der sie von dir wegspawnen, einstellen, sodass du nicht ewig nach einem neuen Dummy suchen musst und kannst dich da ewig in dieser Firing Range aufhalten und da fighten und so weiter und so fort. Und du musst da nicht ewig erstmal rumrennen, weil alle paar Meter auch irgendwo eine Lootkiste ist, wo du deine Waffen wechseln kannst und musst nicht, wie ihr hier zum Beispiel seht, in dieses Areal zurückrennen, wo ihr dann erstmal eure Schilde neu ausrüsten könnt, eure Waffen und so weiter und so fort. Hier überall verteilt sind Lootkisten. Ich empfehle euch, wie gesagt, das Video von gestern. Ein Ping-System-Update gibt es. An dem eigentlichen System hat sich nichts geändert, aber es ist ein bisschen was dazugekommen, gerade wenn ihr im Angriff seid. Im Jump Tower, nicht im Jump Tower, sondern wenn ihr fliegt, ihr könnt Positionen anpingen, wo ihr sagt, der Loot dort ist geil, lass uns da hinfliegen. Ich möchte einen Spot vermeiden. Wenn ihr gedownt seid, Achtung, ich höre Teammates, ich höre Gegner. Achtung, der Gegner heilt sich. Achtung, der Gegner revived einen Teammate und so weiter und so fort. Sehr, sehr interessant. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Patch Notes, die noch unbekannt waren. Sagen wir es mal so, alles, was ich bis jetzt erzählt habe, wussten wir schon, aber die meisten von euch haben sich gewünscht, dass ich auch auf alles andere so ein bisschen mit eingehe. Balanced Updates kommen jetzt. Die Elster geht ins Care Package, das wurde schon geleakt, die RE45 kommt zurück, aber die Elster wird eine motherfucking Waffe. Wartet ab, wenn ich euch sage, was die Waffe mit sich bringt, das ist unfassbar. Die Alternator und die Sentinel kommen wieder. Ne, die kommen in den Crafter und die EVA 8 und die 3030 kommen raus. Goldene Waffen in Season 17 werden Flatline, Triple Take, Spitfire, Mastiff und die Vault. Dann wird sich im Allgemeinen der Loot in den Vaults, das ist dann quasi speziell nur für World's Edge, kann eigentlich nur so sein, auch wenn es hier so nicht geschrieben wird, der Gold-Loot in den Vaults wurde erhöht. Und es wurden goldene Lightmax im Spawnpool hinzugefügt für die einzelnen Tresore. Dann die Cargo-Bots wurden überarbeitet. In den Cargo-Bots kann man jetzt zum Beispiel keine Small Heals mehr finden, also keine Spritzen, keine Schildzellen, keine mobilen Respawn-Beacon, keine weißen Schilder und keine weißen Backpacks. Das finde ich nur begrüßenswert. Wenn es nach mir ginge, können sie die weißen Schilder komplett aus dem Spiel entfernen. Dann wurden Large Heals, quasi Medikits und Batterien, sicherlich wahrscheinlich auch Phoenix Kits, erhöht, dass die in den Cargo Bots mit drin sind. Und wir haben Removed Gold Weapons from Purple Tier Cargo Bots. Also es kann manchmal sein, dass wir aus einem lila Cargobot eine goldene Waffe rausgedroppt bekommen haben, was von der Logik her schon mal eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Das haben sie jetzt entfernt, aber die Wahrscheinlichkeit, aus einem goldenen Cargobot eine goldene Waffe zu droppen, wurde dafür ein Stück weit erhöht. Und jetzt kommen wir zu den Waffenänderungen. Die Elster wird uns allen den Arsch aufreißen. Wer die liegen lässt, ist absolutes Selberschuld. Die Elster bekommt Disruptor Rounds. Wer sie nicht kennt, kennt das Desaster aus. Oh Gott, welche Season war es? Season 2, Season 3, ich weiß es nicht, die legendären Disruptor Rounds, die wir nur sehr selten hatten in irgendeiner Season vor, keine Ahnung welche Season, vor einigen Seasons, noch gar nicht so lange her, hatten wir die nochmal kurz wieder drin. Die Disruptor Rounds machen erhöhten Schaden auf Schilder und lest es selber, die Disruptor Rounds machen einfach mal 60% mehr Schaden auf Schilder. Und das ist, ich glaube, das war bei der Alternator oder der 45 und wo die überall drauf ging, war das, glaube ich, nicht ganz so heftig. Dafür wurde der Basisschaden minimal reduziert, als würde das ein Kohlfett machen, eigentlich vollkommen Hupe, wurde auf 16 von 17 reduziert. Und wenn ich das hier richtig übersetze, Projectiles now have Pass-Through, also ich verstehe das so, Pass-Through, wenn du eine Kugel durch den Gegner durchballerst und da jemand dahinter steht, kriegt der die Kugel auch noch mit 60% Schaden ab. Anders kriege ich es nicht übersetzt, es tut mir leid, falls es hier jemand besser weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann wurden die Projektile ein bisschen vergrößert. Und das Pattern, das Recoil-Pattern, wurde angepasst, verbessert.
Also der Rückstoß ist nicht mehr ganz so heftig. Es gibt keine Barrels mehr. Und wir haben 324 Schuss Reserve. So, dann haben wir die 30-30. Ein interessanter Buff. Die Projektilgröße wurde vergrößert, wenn sie voll aufgeladen ist. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ist auch nicht so einfach, mit einer 30-30 gut zu treffen. Die Triple Take bekommt einen absolut krassen Buff. Nicht nur einen, gleich mehrere. Auch hier wurde die Projektilgröße vergrößert. Freue ich mich. Ich bin zu blöd, die Triple Tag zu bedienen. Ich treffe damit einfach keine Gegner, obwohl das immer drei Kugeln sind. Könnte mir zugutekommen auf jeden Fall. Dann wurde das Muster aus der Hüfte, also wenn du aus der Hüfte schießt, ist es leichter, den Gegner zu treffen. Mit ganz einfachen Worten. Tightened Bullet Pattern when fully choked. Es gibt ein engeres Schussmuster, wenn die Waffe voll geladen ist. Bedeutet für mich im Klartext, es ist einfacher, einen Gegner zu treffen und vollen Schaden auszuteilen, weil du einfach alle drei Kugeln leichter in den Gegner versenkst. Und das finde ich heftig. Für mich heißt die Triple Take, Triple Take, nimm drei. Also es zieht in einem Schuss drei Energiemumpeln raus. Es ist tatsächlich jetzt so, dass wir nur noch eine Kugel verbrauchen und nicht mehr drei. Und eine absolut unlogische Änderung. Magazingröße wurde ein bisschen angepasst aufgrund der Kosten der Munition. Es war vorher 9, jetzt sind es 10. Das klingt für mich wie ein zusätzlicher Buff irgendwie eigentlich. Von der Logik her hätte ich gesagt. Dafür ist das Magazin aber ein bisschen kleiner. Ist es aber eben nicht. Also die Triple Take wird garantiert ein Stück weit Meta, weil die Charge Rifle bekommt einen Nerf, den sie absolut verdient hat. Kommen wir gleich drauf zu. 99 bekommt einen minimalen Nerf. Ein bisschen der Rede wert tatsächlich. Es klingt erstmal nicht dramatisch, aber auf jedes Magazin wurde eine Kugel weniger in die Reserve gepackt. Also zum Beispiel auf kein Magazin sind es jetzt 19 statt 20 und auf Gold oder Lila sind es 27 statt 28. Um das One-Clippen gegen Gegner ein bisschen zu minimieren, da kann eine Kugel schon eine Menge ausmachen. Die Charge Rifle. Eure Meinung, ganz ehrlich, hat sie es verdient? Ich sage definitiv ja. Und ich glaube, die Charge Rifle ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so Meta, wie es in den letzten Seasons der Fall war. Wir können nur noch pro Magazin 3 Schüsse abgeben, nicht mehr 4. Und auch die Spawnrate der Charge Rifle wurde reduziert. Absolut wichtiger Nerf und leider keinen Nerf. Was denkt ihr? Ich bin der Meinung, die Nemesis hätte definitiv auch einen Nerf gebraucht. Ich kann diese Waffe nicht mehr hören, auch wenn sie eigentlich total Spaß macht. Catalyst bekommt einen kleinen Nerf. Hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Diese Wand, diese schwarze Wand, sollte eigentlich sämtliche Scan-Meter blockieren. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Ich weiß nicht, bei welchen Legenden das ganz krass war, aber dieses Highlighten und diese Diamonds, die wir durch diese Wand sehen konnten, das wurde jetzt deaktiviert und es funktioniert jetzt dann wohl so, wie es eigentlich funktionieren sollte von Anfang an. Mirage rutscht in diese Porter-Legende und das finde ich absolut wichtig, sinnvoll, denn er ist eher eine Support-Legende als eine Skirmisher-Legende. Mirage ist einfach keine Movement-Legende, müssen wir mal ganz ehrlich so sagen. Deswegen haben wir jetzt eine fünfte Supporter-Legende. Mirage kann in Zukunft also die Supporter-Bins aufheben, wo wir extra Medi-Stuff haben und so weiter. Und er kann dann natürlich auch die Teammates craften, also die Banner dazu. Ash, ich lese es als Buff raus. Sie kann sich, wenn du die taktische Fähigkeit, den Snare gedrückt hältst, kannst du dich jetzt aufgrund der Sprintgeschwindigkeit bewegen, als würdest du eine Waffe in der Hand tragen. Verständlich? Du bewegst dich quasi gedrückt gehalten, genauso schnell, als würdest du eine Waffe im Sprint in der Hand halten. Finde ich eine coole Sache. Assault Class. Da wird ein bisschen was an den Kisten geändert, an den Bins. Und zwar der Smart Loot wird jetzt ein bisschen geschwächt. Es ist manchmal so gewesen, wenn du zum Beispiel irgendwelche weißen Sachen hattest, ein Magazin oder sonst irgendwas, dann kann das sein, dass du manchmal blau und lila komplett übersprungen hast und sofort was Goldenes oder was oder eben was Lilanes bekommen hast. Also deutlich höher. Und eigentlich soll es so sein von lila, von weiß auf blau, von blau auf lila und erst von lila dann auf Gold. Das wird reduziert bzw. komplett entfernt. Auch die Optiken werden justiert.
anhand eurer Teams, sorry fürs Stottern, das ist ein bisschen schwierig hier gleichzeitig zu übersetzen und zu lesen. Jetzt muss ich aber noch mal genauer gucken. Ich habe hier nämlich noch mal irgendwas gar genau. Die Optiken wurden, das sollte eigentlich von Anfang an in Season 16 schon so funktionieren, war dann in der Praxis tatsächlich nicht so, hat mich gewundert, habe ich aber nicht thematisiert. Es sollte eigentlich so sein, dass die Optiken angepasst an euer Team sind. Und es war immer so, wenn du als Assault-Legende das aufgemacht hast, ist der Loot eher an dich angepasst gewesen und weniger an deine gesamte Gruppe. Und jetzt ist es aber eher so an die gesamte Gruppe. Das kann sein, wenn du die Kiste also aufmachst, dass der Loot nicht ganz so für dich, sondern eher für ein Teammate geeignet ist. So, und Special Drop Rate for Golden Optics. Also die 10er Optik oder eben das Tracker-Visier. Das Goldene könnte auf jeden Fall jetzt auch in dem Teil mit drin sein. Skirmisher Class. Care Packages werden jetzt automatisch den Teammates gepinkt, egal ob gelootet oder ungelootet von irgendwelchen Gegnern. Support Class. Alter, ihr glaubt es nicht. Jetzt geht die Action erst richtig los. Das ist so unfassbar. Also das ist eigentlich ein Buff, den ich schon fast zu krass finde. Zieht's euch rein. Der Anfang ist noch nicht weiter dramatisch. Support Bins will now guarantee at least one. Also die Support Bins haben jetzt mindestens eine Batte drin. In diesem Secret Slot. Cooler Buff. Jetzt noch nicht so übertrieben. Den Buff, der jetzt kommt, der ist auch noch okay. Aber der dritte Buff, der hat es einfach zu heftig in sich, wie ich finde. Sollten deine Teammates tot sein. Komplett raus. Away. Natürlich nicht gequittet, dann ist garantiert ein Mobile Respawn Beacon in dem Ding drin, egal ob du die Respawn Karten entweder aus dem Banner oder ob du sie gecraftet hast, vollkommen hupe. Es ist auf jeden Fall ein mobiler Respawn Beacon drin, ist eine coole Sache, aber jetzt kommt der Hammer. Legends Banner can now be crafted by any player who has a Support Class Legend in their squad. Muss ich es übersetzen? Ich mache es einfach trotzdem. Es ist völlig Latte. Wer an dem Replikator steht. Jeder kann, vorausgesetzt du hast eine Support-Legende in deinem Squad, jede Legende, egal ob es eine Angreifer-Legende oder eine Kontroll-Legende, es ist vollkommen hupe, du kannst als Kontroll-Legende auch einen Team-Banner craften. Hauptsache du hast eine Support-Legende in deinem Squad. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das klingt geil, aber ich finde, es klingt auch irgendwie zu krass. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du die Skirmisher-Klasse und die Supporter-Klasse einfach mal vergleichst, oh toll, ich sehe, was im Care-Package ist. Wen interessiert's? In Anführungszeichen, weil Team-Banner-Craften ist doch viel, viel krasser als zu sehen, was im Care-Package ist oder die nächste Zone zu scannen für die Kontrolllegenden. Sind wir doch einfach mal ganz, ganz fucking ehrlich. So, Mixtape und Bugfixes, da gehe ich alles nichts mehr drauf ein. Das sind einfach jetzt nur noch ein bisschen überarbeitete Weapon-Drops, was in den Waffen drin sind und Map-Rotation. Das ist alles nichts, was der Rede groß wert ist. Also nehmt mir nicht für übel, wenn ich da nicht drauf eingehe. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt, was ihr zur Elster sagt. Und gerade das betitelte Support-Class-Änderungsgedöns. Weil das ist heavy. Das ist richtig heavy. Ich jedenfalls freue mich ultra, ultra auf die neue Season und ich betone nochmal für alle Telekom-Kunden. Können wir hoffentlich in Season 17 endlich die neue Season mal genießen, ohne ständig Packet Loss zu haben? Sollte es der Fall sein, halte ich meine Hand dafür ins Feuer, dass diese Season einfach eine der geilsten ever werden wird. Alleine schon wegen der überarbeiteten Firing Range, in der es sich endlich lohnt zu trainieren, weil wir die Bots eben so einstellen können, dass sie uns chasen, dass wir realistische Gunfights haben und sie sofort bei uns spawnen, wenn wir das möchten. Zum Beispiel zwischen 5 und 25 Metern von uns entfernt. Die Distanzen kannst du auch verändern. Ich verweise nochmal, sorry, auf das Video von gestern. Da erkläre ich das noch genauer. Die Elster wird heftig und überhaupt und World's Edge. Und ich bin vor allen Dingen gespannt auf das Matchmaking. Wird das Matchmaking in Ranked so funktionieren, wie es soll? Und ich stelle gerade fest, ich habe für die Ranked-Änderungen gar nicht erzählt. Ich hoffe, ihr seid alle noch am Start.
Ansonsten reiche ich das noch nach. Natürlich gibt es Provisional Matches. Matches, das habe ich völlig vergessen zu erzählen. Wir müssen natürlich wie damals in Ranked Arenas in jeder Season, wir werden natürlich in einem neuen Split zurückgesetzt. Wir werden in der neuen Season komplett auf 0 zurückgesetzt, quasi als würden wir Rookie sein. Rookie 4 und wir müssen erstmal 10 Vorrunden-Matches, die uns qualifizieren für einen bestimmten Rang. Dann startest du entweder in Silber, Gold, Bronze, hast du nicht gesehen. Irgendwo, wo du halt hingehörst von deinem Skill her. Dort wirst du geratet und nach den 10 Matches startest du eigentlich erst richtig in den Rank Grind. Das habe ich völlig vergessen hier noch zu erzählen. Also das noch hiermit reingeballert. Ganz, ganz wichtige Änderung. Ihr wisst also Bescheid, ich bin für heute raus, verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen Ciao.